und herzlich willkommen zu Summoners War Chronicles. Heute mal wieder mit einer weiteren Beschwörungsrunde. Und zwar diesmal vom Summer-Account. Hätte er auch selber machen können. Nein, wir machen das für ihn, weil wir Spaß am Beschwören haben. Genau, und es geht um die Feen und die Könige. Nicht die weiblichen, die Feenkönige. Da wir ja noch zig andere Rollen haben, öffnen wir als erstes die. Und ich fange jetzt einfach an. Oh shit, habe ich hier viel zu schnell raufgedrückt. Oh Mann, ich bin schon völlig Banane. Wir warten wie immer bis zum niedernden Strahl. Ja. Nein, deswegen sitze ich auch an eine andere Position, weil ich von Summers PC das mache. Und nicht von meinen. Ich hoffe, dass es keine 600er Runde wird, weil, also er hat über 1000 MS. Würden wir jetzt hier natürlich einen Feuer ziehen, dann hätte er natürlich ein bisschen, ja, ein bisschen Luft. Okay, die Grünen sind weg. Wie gesagt, immer nur die geraden Zahlen. Ich habe keine Lust, einzelne Rollen zu öffnen. Ich finde das bei LDs schon immer schlimm, dass es da keine 10er-Ziehung gibt. Das würde ich mir so wünschen. Weil dann weißt du wenigstens, wenn du 10 aufmachst, dass es 10 Crap-Dinger sind. Also der ein oder andere, der das letzte Mal sich noch dran erinnern kann, was ich das letzte Mal bei, habe ich eine Beta gezogen auf seinen Account. Ich weiß auch gar nicht, wie viele LDs der hat. Eine Niki war, glaube ich, auch bei Beta Niki. Ja, Beta war, genau, da hatten wir Obtained. Ich habe gar nicht geguckt. Ach, wir sind doch falsch, warum rede ich denn von LDs? Wir machen doch farbliche. Die LD-Beschwörung ist ja viel, viel später dran. Ne? Egal. So, aber noch kein Fünfer aus diesem Element wollen, hm? Wahnsinn. Also das ist dann traurig. Also ich finde immer, oh naja, gut, jetzt kommt eine. Seitdem ich das weiß, dass ich das durchklicken kann, werden sie mal alle durchgeklickt. Oh no, what's that? No, it's a Käfer. Oh no. Aber er hat den Monsterbuch schon gemacht. Nicht so wie mein Twink-Account. So, mal hier die Kacke einsammeln. Also 2 4- bis 5 Sterne rollen, das ist immer ganz gut. Für einen Segen ist das super. Nichts. Auch nichts. Oh, ich sehe es. Warum klappt das nicht? Also damals habe ich das bei meinen Chakrams auch so gemacht. Da war das so super, ne? Da habe ich echt tatsächlich eine Chakram, aber Chakram waren ja auch ein paar mehr, ne? Okay, der rote Engel, hat er den schon? Na. Na, und dann noch ein Du. Ja, ich bin ja gerade dabei, bei meinem Main will ich jedes farbliche einmal haben, durch den Pass, den man jeden Monat kaufen kann. Sind ja jetzt so die Dings drin, da will ich jetzt Stück für Stück alle, dass ich jeden einmal habe von den farblichen. Dann kann mich halt nichts mehr überraschen, dann habe ich alles. So, wir gehen jetzt hier die 4-5er Rollen rein. Mal gucken. Ja, meine Stimme verlässt mich ein bisschen, aber ist nicht so schlimm. Wenn nicht, mache ich nachher nur noch so und so. Und nicht wundern, ich habe heute einen Soft. Ja, sieht anders aus.
Aber egal. Ich finde eh, also rein optisch gesehen sehe ich auf dieser Kamera anders aus, obwohl wir beide dieselbe Kamera haben. Ganz lustig. Es verwirrt mich richtig. Oh no. Also bei ihnen ist echt so, ne? Wir haben ja die anderen Videos jetzt schon gesehen. Habt ihr ja bestimmt schon mitgekriegt, dass da ein bisschen mehr Lack war. Aber hier ist ja irgendwie ein bisschen salty, oder? Nur salty, hier ist ja gar nichts. Also. Ey, das sind 4 bis 5 Sterne Rollen. Jetzt im Ernst. Die Frage ist, ob sich das immer noch lohnt, die sich überhaupt dafür aufzuheben. Oder ob man die einfach gleich öffnet. Weil manchmal kriegt man vielleicht irgendein Element-Ding, was du gerade bauen willst. Oder keine Ahnung, ich weiß ja nicht, was alles drin sein kann. Eigentlich alles, ne? Ding. Ah, ist schwierig. Das ist immer die Materie, das ist das Schwierige. Ja, nein, vielleicht. Es ist echt, also, warte, sind das schon die letzten? Ich finde das hardcore. Also das ist wirklich so, wo ich so denke, so nein. Oh, jetzt so. Deswegen ich nein gesagt habe. Ich so, dürfte das nein sagen. Du wirst bekommen, was du dir wünschst. Einen Wuse habe ich mir gewünscht. Alles klar. Nein. Vor allem durch den Event sollte den jeder auf Max haben. Durch das Event, was damals war. Nö, was? Ja, wir gehen dann gleich mit in den MS rein. Also, hoffen wir mal. Also, der 1066 Rollen, das ist Wahnsinn. Also, das ist echt Wahnsinn. Gut. Hoffen wir mal, dass er nicht 600 braucht. Aber selbst wenn er 600 braucht, ich sag mal, bei seinen ganzen Rollen fällt das ja gar nicht mal auf. Also, mal gucken, wann der Ganymede. Und er kommt. Wann er zu uns nach Hause will. Oder halt auch nicht. Aber so 5er bis jetzt war echt mau, muss ich dazu sagen. Also... Da würde ich mir echt mehr wünschen, irgendwie. Hm. 80. Und sein Account ist eigentlich so lucky. Nicht loggy, sondern lucky. Neulich hatte der doch gestreamt und dann hat er nur seine Daily-Beschwörung gemacht und da hatte er auch erstmal ein LD gezogen, wo ich so gedacht habe, nee, das kann nicht sein. Ich
glaube, ich habe da schon mal einen Fünfer drin gehabt, ja, aber ein LD ist schon so, yo. Aber so lucky sieht sein Account heute nicht aus. Also, ganz im Ernst, wenn wir so bei 180 sind, dann gehen wir auch zu Ende. Ah, vielleicht bei 170 auch schon. Also muss ich gamblen, also überlegen. Ganymede ist ja gar nicht so schlecht. Oh, da, lila Wolke. Oh, bitte lass es ihnen dann jetzt auch sein, ne? Es wird Sturm kommen? Lol. Nein. Wie, es wird Sturm kommen. Und vor allen Dingen, der sieht immer aus wie der Lichtsylph, ne? Der hat mich gerade so ein bisschen. Ich musste gerade echt kurz überlegen, aber okay. Also, wenn ich das so vom Reden und Sagen höre, was die Leute hier schon an Licht fünfmal rausgezogen haben, nur weil sie hier in einen bestimmten Dings reingegangen sind, dann finde ich das so wahnsinnig, ne? Also, das finde ich so echt krank. Das Glück habe ich einfach nicht. Also ich will es auch mal erleben, ja, das wäre cool, weil dann könnte ich, das, dann hätte ich einen Videobeweis. Der Wind wird uns alle beschützen. Also es sind beides Windmonster, die ich jetzt gezogen habe, aber wir sehen doch gleich, dass das eine, ja, es wird halt eine 200er Nummer. Ist egal, der Wind wird uns alle beschützen. Und deswegen kommt jetzt Ganymede. Den Niederstrahl müssen wir uns nochmal angucken. Ich liebe das ja. Bereue deine Leichtsinnigkeit. Okay. Also ich wusste jetzt nicht, ich sag mal, ich habe schon auf ein paar Accounts geöffnet, aber ich wusste jetzt nicht mehr, was die sagen. Ja. Das ist schon wahnsinnig. Oh, lila? Ich vermisse das auch, so zwei lila Strahlen kommen. Oh, was? Oh, schon. Ja, nice. Wie viel habe ich denn jetzt gebraucht? Rest können wir überspringen. 40. Ja, gut. Nice. Ich habe jetzt gar nicht mit gerechnet, als der andere so lange auf sich warten gelassen hat. Ja, man klickt irgendwie nur noch so durch. Ich fühle mich teilweise wie so ein Roboter, so ding, 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 ding. Öffnet ihr gerne Scrolls? Und wie fühlt ihr euch dabei, wenn es scheiße läuft? Ah, ja. So im letzten Video habe ich mich schon ziemlich scheiße gefühlt. Und ein paar Videos davor habe ich mich auch ziemlich scheiße gefühlt. Also da habe ich echt, manchmal habe ich so gedacht, so, okay, ich deinstalliere das Spiel. Geht es euch auch manchmal so? Oder was macht ihr? Könnt ihr mal unter die Kommentare schreiben, wie es euch dabei geht. Oh, Lila. Wer kommt zu Mami? In the Hood? Lass uns etwas Spaß haben. Nein, das ist was anderes. Aha. Aber den hat der auch schon. Was hat der denn alles? Also, keine Ahnung. Also, das ist immer so, das fasziniert mich. Ich sag mal, die meisten Scrolls habe ich geöffnet. Ich habe keine Ahnung, was er hat. Ich weiß nur die ganzen LDs, die er hat und die, die er benutzt. Die Leute. Wahnsinn.
Ja, manchmal vergesse ich auch einfach hier zu drücken. Das ist echt so. Na, 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 na. Es wird eine 200er Runde. Ja, das habe ich schon wieder im Urin, dass das eine 200er wird. Ja, obwohl ich hatte auch eine 150er, ne? Ich hatte eine 150er, einen, der schnell ging bei mir, und eine 200er. Der Sturm wird kommen. Nee, nee, das ist nicht richtig. Ja. Ich wollte gerade sagen, das ist nicht eher. Sturm wird kommen. Ich habe gerade wieder an den Windsurf gedacht. Hatte der nicht auch? Sturm wird kommen? Boah, keine Ahnung. Wahnsinn. Noch 30. Also wenn er jetzt irgendwann kommt, dann ziehen wir wieder zu Ende, weil das bringt, das wäre sonst verschenkt. Er wird aber nicht kommen. Ah, oh, das hatte ich jetzt. Also ich muss sagen, ich habe ja jetzt schon für zwei geöffnet, und keiner hatte zweimal 200. Es ist schon heftig. Das ist schon echt heftig. Aber egal, die lila Wolke lassen wir mal weg. So, da ist er. Daphnis, whatever. Wie auch immer heißt. So, wie waren eure Raten? Hattet ihr Spaß dabei? Habt ihr nicht geöffnet? Spart ihr für die Einhörner? Könnt ihr gerne Kommentare unterlassen. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Und für diese kleine Öffnungsrunde ist leider nichts Spannendes bei rausgekommen. Ich erhoffe mir immer, nämlich wenn ich das aufnehme, dass man LD mit zwischenflutscht, wo ich dann so sagen könnte, so, ja. Aber so, ach, das ist immer, ah ja. Naja, und das macht mich traurig, wenn man immer so viel Scrolls braucht, bis der erste kommt. Geht's euch auch so? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wir sehen uns. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.